Hallo und willkommen zu einem Video mal wieder. Ich dachte heute mal was anderes, ein bisschen hier Blender modellieren. Die vom letzten Video, die Station zum Aufladen, haben keine 3D-Modelle. Und das machen wir jetzt. Dann. Ups, noch an die andere Steuerung gewöhnt. Ziehen wir uns das hier mal ein bisschen hoch. Das soll jetzt die Heilstation werden, dieser Medizinschrank. Mit Tab wechseln wir hier in den Edit Mode. Also, ich erkläre das noch grob, da solltet ihr schon wissen, wie das Programm funktioniert. Sonst gibt es da unzählige Tutorials auf YouTube. Da findet man schon was. Habe ich auch so gelernt alles. Ich bin auch kein Profi da drin und naja. So, ich mache das alles mit der Maus, mit den ganzen Tastenkombinationen, mit G zum Beispiel und sowas, das oder R. Damit kriege ich mich nicht ganz genau aus. Keine Ahnung, wie es funktioniert. So. Dann noch ein bisschen schmaler. Nee, doch nicht. Ja, doch. Dann. Hätte ich ganz gerne mit Ctrl und R hier so ein Looprad, zwei Stück. Und die ziehen wir uns ein bisschen nach vorne, sag ich mal, sagen wir mal so. Dann nochmal zwei in diese Richtung. Dass wir uns den hier, die Seite, auch mal nach vorne ziehen können, so wie der andere auch ist. Genau. Dann nehmen wir uns dieses Face, löschen das einmal raus mit X und Face und machen dasselbe mit dem da. X, Face. Genau. Dann. Nee. Doch. Nee. Machen wir hier die beiden. New Face. Und die beiden hier. New Face. Ja, doch. Dasselbe dann hier. Einmal die beiden. Nee, das hatte ich anders oben. Die beiden hier. Das können wir so lassen. Dann machen wir einmal hier neues Mesh und Cube. Ein bisschen kleiner ziehen, ein bisschen höher machen. Und ein bisschen dünner machen. Da machen wir dann auch in beide Richtungen jeweils zwei Loopcuts rein. Und löschen uns hier diese ganzen Faces raus, weil ich kein Kreuz hätte. Ganz genau. X-Face. Dann markieren wir uns wieder hier die Dinger. Machen New Face from Edges. Genau.
Und dieses Kreuz können wir uns dann einmal daran schieben. In diese ausgehöhlte oder abgehobene Position. Vielleicht noch, ups, vielleicht noch ein bisschen größer ziehen. Ja, das kann man so machen. Dann hätte ich noch mal bei dem hier ganz gerne die Kanten hier alle ein bisschen abgerundet. Jo, da gehen wir hier unten auf Bevel und machen das mal nur ein bisschen so. Das Kreuz schieben wir uns dann weiter nach hier. Dann können wir noch mal vielleicht ein... Ach ne, erst einmal mache ich das mal hier. Ich habe bei Edit Preferences das Tool aktiviert. Das muss man erstmal aktivieren, dass man das nutzen kann. Und damit machen wir es die beiden hier bei diesem kleinen Feld da oben. Hier Edit, Bool Tool. So, ups. Einmal zurück. Erst den hier, dann den hier. So einer. Hä? Wie ihr seht, ich bin auch kein Profi. Warum funktioniert das nicht? Remove all. Okay. Weiter zurück kann ich auch nicht machen. Dann. Den. Ich verstehe das nicht. Dann machen wir es anders. Hier oben will er nicht. Machen das halt so. Jetzt hat er das genommen. Keine Ahnung warum, vielleicht war es so dick oder so. Ich weiß es nicht. Ne, hat er doch nicht genommen. Es sind immer noch zwei. Na gut, dann machen wir es doch nicht so. Dann nehmen wir den hier und den und das können wir doch gleich machen. Den und den. Rechtsklick, join. Dann ist es jetzt halt so. Dann ziehen wir uns aber auch noch von innen hier die Faces weg, weil die brauchen wir nicht. Die würde bei dem Bool Tool automatisch mit wegmachen. So, 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 so. Die Markierung war es auch mal alle. Und dann ziehen wir uns das so weit hier raus, dass wir möglichst wenig Platz auf der UV-Map hier später verbrauchen. Gut, dann lassen wir das mit dem.
Egal, auf jeden Fall könnte man zum Beispiel noch hier unten ein kleines, nee, doch nicht, mach was zurück. So. Den oberen ziehen wir uns dann. Das war das. Die ein Stückchen höher. Und hier hätte ich ganz gerne so ein kleines Medizin-Ausgabefach oder so, dass da, dass man da Pillen rausnehmen kann. Einfach nur so, dass es aussieht, als ob. Dann extruden wir das mal ein bisschen nach innen. Den hier, oder obwohl, mal schauen, ob wir hier drin auch ein, ja, können wir auch machen. Machen wir viermal. Ein bisschen nach unten. Dann die beiden auch noch ein bisschen nach unten. Dass wir so eine kleine Wölbung drin haben, wo man dann später die Pillen oder die Pillendose rausnehmen kann. Dann machen wir hier den, den, den und den. Das soll ein Face sein. Genauso wie diese hier. Also rechts, einmal markieren, Rechtsklick, Dissolve Face. Dann sparen wir uns da auch ein bisschen Platz auf der Map. Bei denen geht das jetzt nicht, weil die sind schon gebogen. Alles, was so krumm und gebogen ist, das lassen wir lieber mal, sonst weiß er da am Ende nicht, wie er das berechnen soll. Aber das hier können wir machen. Oder man kann auch hier C drücken und die einfach direkt so auswählen. Ups. So. So. Hinten auch noch ein bisschen. Hinten sieht man da eigentlich eh nicht. Die können wir auch direkt rauslöschen. Face. Also das hängt ja eh immer an der Wand dran, also warum soll da ein Face dran sein, ne? Dann noch diese Seite hier ein bisschen. Diese Seite hier. Das hier. Und dann noch das nicht. Weil das gebogen ist so. Aber diese Seite hier. Aber die ist ja nicht nach außen gewölbt. Das nicht. Aber so. Der hier. Das sieht doch schon ganz gut aus für so einen Medizinkasten. Dann soll hier sowas sein. Also nur so ein kleines Loch, dass man da, dass da die Pillen hier so rausfallen können, die Pillendose. Das hier soll eingefasst werden. Direkt mit dem zusammen. Auf der anderen Seite genauso. Die beiden hier. Muss auch nicht ewig weit nach oben gehen, das hier reicht vollkommen aus. Dann hätte ich vielleicht noch ganz gerne ein. Erstmal extra, das kann ich später hinzufügen, falls es blöd ist, dass ich das leichter löschen kann. Cube. Den ziehen wir uns wieder kleiner. Ein bisschen nach oben.
Ja. Nee, doch nicht. Ein bisschen länger gezogen und breiter wieder. Und dünner. Und so. Da können wir eigentlich direkt auch hier. Können wir nicht. Weil ich das schon mit dem hier gemacht habe. Dann lassen wir das sein. Oder obwohl. Wir können das Messer hier nehmen. Ziehen hier einen rüber. Oder vielleicht auch ein bisschen so. Mit Leertaste bestätige ich das. Und unten machen wir es auch so. Dass wir da dann so ein kleines Design-Element drin haben, dass es schief ist. Ups. Und da ziehen wir uns dann ein Stück nach vorne. Erst, oder obwohl, nee, doch. Ein bisschen näher, so gucken. Genau. Das hier kann dann wieder ein bisschen nach vorne. Nee, das ist falsch. Nur eine rote. Das können wir ja jetzt noch mal ausprobieren, dass es damit funktioniert. Einmal den andrücken, einmal den hier. Edit, Bool Tool, Onion. Das macht uns da oben das Ding kaputt. Also lassen wir es lieber. Dann machen wir ganz normal, wie eben auch, das und das. Join. Da hätte ich dann ganz gerne bei dem hier, dass das ein bisschen nach innen geht. Die Seiten vielleicht auch ein bisschen mehr. So. Dann kommt das ein bisschen nach drinne. Ja, so. Genau, so riecht das ganz gerne. Dann machen wir einmal hier wieder ein neues Non-Cube. Den ziehen wir uns wieder kleiner. Mal schauen. Doch, machen wir das hier und einmal das Bevel Tool. Ja, so. Nee, so ist schon gut. Diese Seite ziehen wir uns dann wieder ein bisschen kürzer. Und das hätte ich ganz gerne da, als so Knöpfe, die man drücken kann, das Design-Element wieder. Sowieso bei so einem Getränkeautomat, dass man da auswählen kann, was man hier braucht. So, sie muss da ran. Dann machen wir einfach
Ja, doch. Hier. Einfach mal Copy-Paste. Ach, jetzt ist das da hinten. So, dass wir halt ein paar Knöpfe haben. Die machen wir noch ein bisschen nach oben. Dann noch mal eine Reihe. Ja. So, doch, zwei waren zu viel. Dann doch, dann rotieren wir die mal, dass sie so wie bei so einer Tastatur sind, dass wir 9 Tasten haben und unten die 0. Obwohl, so. So. Jo. Doch, die mache ich erstmal hier join, dass ich die alle auf einmal anwählen kann. Genau. Das mache ich auch nochmal join. Dann haben wir das schon mal so. Dann machen wir noch mal wieder einen neuen Cube. Das soll dann so ein kleines Display werden, denke ich mal. So einfache Sachen kann ich ja noch selber machen, aber wenn es dann so richtig um komplizierte Sachen wie so ein Mensch geht oder sowas oder Tiere, das kann ich gar nicht. So. Jo. Doch ein bisschen höher noch. Okay, wieder falsch. So. Genau. Dann das und das wieder rechtsklick join. Und ich mache dann mal ran zum Schluss nochmal nur rechtsklick und Shade Auto Smooth, das sieht ein bisschen krach aus, Shade Flat. Dann machen wir nochmal das Face rauslöschen. Und schön einzelne Face machen. Face ist man nicht. Dann nehmen wir uns nochmal dieses Messer hier. Wollen wir einmal für hier oben eins haben. Einmal für hier. Für hier. Und für hier. Also, dann machen wir hier oben wieder so. New Face, New Face,
hier unten. Auch hier sind zwei. Dann einmal für das hier. Und für das hier. Mal schauen, wie es jetzt aussieht mit dem Schild Auto-Smooth. Ja. Also nie nur Schild Smooth. Warte, Flat. Schild Flat. Ach, ist schon. Wenn man nur Schild Smooth macht, dann sieht das so aus und das finde ich halt nicht so schön. Dann mache ich lieber Shade Smooth. Noch was anderes. Also Auto Smooth. Gut. Das Ding speichere ich gleich. Und dann geht es gleich nochmal weiter mit dem noch einen großen Cut. Mit der anderen Charging-Station. Die machen wir auch noch in diesem Video. Dann bis gleich. So, da bin ich nochmal. Ich habe ganz kurz was vergessen. Wir drücken da nochmal drauf. Machen uns einmal. Wie war das? Hier, nee. Wir gehen hier in den Edit-Mode. Machen uns alles. Drücken U. Smart UV. Und dann mache ich einfach immer okay. Dass wir unsere UV Map haben. Genau. So, dann aber jetzt nochmal bis gleich.